Guten Morgen, ihr Hübschen. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Willkommen auch zu einem neuen Video. Und heute geht es dann auch mal nochmal ein Labervlog. Habe ich 2 Wochen lang, glaube ich, war das nicht mehr gemacht. Weil ich erst überlegt habe, soll ich dann nochmal so einen Vlog machen oder nicht? Aber es ist ja mein YouTube-Kanal, also es ist auch meine Entscheidung, also mache ich auch weiter. Ich war sogar am Überlegen, ob ich mit YouTube überhaupt komplett aufhöre, aber nein, mache ich nicht. Ich höre nicht mit YouTube auf, weil YouTube ist einer meiner Hobbys. Und ich möchte einfach nur ich selbst sein. Das ist auch so. Also wenn ihr das nicht mögt, wenn ihr dann meine Einstellungen nicht, wenn ihr nicht damit klarkommt, dann guckt euch einfach nicht an. Ende aus Mickey Mouse. Da kenne ich kein Pardon. Es tut mir leid. Wenn ihr meine Videos nicht mögt, dann braucht ihr auch gar nicht erst einzuschalten. So sieht es nämlich aus. Wenn ihr ein Handy haben solltet, dann schaltet auch einfach komplett ab. Oder drückt da oben oder da oben, je nachdem was ihr halt habt, auf den X-Knopf, macht YouTube nochmal neu auf und dann braucht ihr meine Videos gar nicht erst euch anzugucken. So, eure Entscheidung ist eigentlich nur mit einem Daumen nach oben oder mit gar keinem Daumen, je nachdem, mir auch zu zeigen, ob ich solche Themen überhaupt aussprechen soll oder ob ich das nicht soll. Ihr versteht, was ich damit meine, ne? Also, mein letzter Laber-Vlog, der ist ja 2 Wochen her. Bald 3. Und, ja. Wenn ihr mich abonnieren wollt, dann könnt ihr dies gerne tun, weil ein Abonnierknopf tut nicht weh, ist kostenlos, ist komplett kostenlos, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Ich weiß, das sagt so jeder YouTube, aber in der Hinsicht ist es die Wahrheit über jeden YouTuber. Was ich halt immer machen möchte, ist arbeiten gehen und nicht mit YouTube mein Geld verdienen. Das ist das, was ich nicht möchte. Also ich möchte nicht jedes Mal mir etwas Neues einfallen lassen und danach noch ein Video darüber drehen. Ich kann euch gerne mal dann ein kleines Review dafür geben für die Ehrlich Brothers. Die sind sehr, sehr cool. Also ich mag beide. Christian, sowohl auch Andreas. Sind beide, glaube ich zumindest, ganz, ganz liebe Personen. Ich liebe die beiden, so wie sie sind. Ich möchte auch nicht, dass beide sich verändern. Keiner von den beiden. Am 11.06. bin ich wieder dort. Ja. Am Freitag habe ich ja Geburtstag, das heißt, am Freitag, wenn ich dann das Video hochgeladen habe, dann hatte ich Geburtstag. Ja. Mehr möchte ich eigentlich dazu jetzt erstmal noch nicht sagen. Und wir sehen uns dann einfach später. Bis später dann. Hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder und es geht weiter mit meinem Vlog. Yay! Folgendes möchte ich jetzt dann auch euch sagen. Es schneit draußen, obwohl wir März haben. Geil! Na, so cool finden tue ich das nicht. So ihr Lieben, ich war auch bei Dunkin' Donuts. Ich hoffe, dass man das auch sehen kann. Beziehungsweise die Mama war bei Dunkin' Donuts und hat sie mir welche mitgebracht. Und einer von diesen Donuts, das sieht so lecker aus. Das ist so yummy. Und ja. Ich fahre dann auch gleich nochmal zurück in die Stadt. Ich muss dann zu meiner Satzprobe. Das heißt, ich kann meinen Donut heute erstmal abschminken. Geil! Na super, also falls ihr mich jetzt nicht mehr sehen solltet, es ist dunkel draußen oder es wird langsam dunkel. Ich habe gerade eine Absage bekommen, beziehungsweise wir sind eigentlich zu dritt beim Proben.
Nur einer von uns dreien ist krank geworden. Ganz toll. Und jetzt warte ich dann noch auf die Antwort von der zweiten Person. Weil wir sind ja dieses Jahr zu dritt und wir spielen dieses Jahr zu dritt mit unserem Orchester zusammen. Einer von uns dreien ist wie gesagt krank geworden, aber wie das dann weitergehen sollte mit der Satzprobe, das müssen wir noch weiter sehen. Ich werde euch auf jeden Fall momentan auf den Laufenden halten. Und ja. So, jetzt bin ich in Johannesberg. Da muss ich dann runter. Ich warte noch auf jemand. Und Satzprobe wird heute stattfinden. Yay, Gott sei Dank. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall nach der Satzprobe. Beziehungsweise wenn ich zu Hause bin. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und ja. Wie man sich auch in manchen Gruppen täuschen kann, habe ich echt nicht damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich bin zwar ein bisschen säuerlich, noch ein bisschen enttäuscht darüber, aber kann ich nichts machen, ne? Dafür fehlen mir wirklich jetzt die Worte, ernsthaft. Mir fehlen die Worte. Probe war übrigens ganz gut. Wir waren halt, wie gesagt, nur zu zweit und ja, morgen ist schon Mittwoch, morgen habe ich schon wieder Probe. Ansonsten läuft. So, ihr Lieben, ich bin's nochmal. was ich jetzt dann noch sagen möchte, ist, dass es mich sehr freut, dass auch Shirley, dass ihr auch Shirley unterstützt bei den ganzen Videos. Und ja, ich bin auch sehr, 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 sehr froh darüber, dass ihr das dann auch wirklich macht, weil Shirley ist eine ganz, ganz liebe Socke. Ja, wenn man sie ein paar Mal gesehen hat, wenn man auch ein paar Mal Hallo gesagt hat oder wenn man auch mal miteinander geschrieben hat, dann weiß man auch so ein bisschen, wie diese Person auch ein bisschen tickt. Und ich mag die Shirley, so wie sie ist. Kostenlos abonnieren kann jeder. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr mich supporten möchtet, was heißt supporten? Das ist eher so ein Abo dalassen. Wenn ihr das unbedingt dalassen wollt, dann macht es doch einfach. Aber für diejenigen, die meine Videos nicht unbedingt angucken wollen oder die mich nicht abhaben können, ihr könnt darauf gespannt sein, dass ich meinen YouTube-Kanal nämlich nicht lösche, runterschmeiße. Was war denn das für ein Deutsch? Ich lösche meinen YouTube-Kanal auf gar keinen Fall, weil das macht mir umso mehr Spaß, noch mehr Videos zu drehen. Daumen nach oben dafür. Yay! Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr sehen könnt, hier hängen die Ehrlich Brothers. jetzt werde ich nicht rausschneiden, die Ehrlich Brothers. Auf gar keinen Fall. Ich wollte euch jetzt nur mal sagen, die Gruppe hat sich Gott sei Dank wieder vereint. Gott sei Dank. Also das war gestern schon heftig, ne? Also wo ich dann auch noch gedacht habe, so, what? Warum trennen sich jetzt alle Wege, ne? Also ihr versteht hoffentlich, was ich damit meine. Und heute geht's dann wieder ab nach Johannesberg. Ihr habt es ja gestern schon gesehen. Satzprobe war ja gestern, heute ist ja normale Probe. Und heute ist ja Mittwoch. Ja, momentan haben wir Mittwochsprobe. Warum, weiß ich nicht. Aber es wird hoffentlich bis zum 16. April. Ich hoffe es sehr. So, ihr Lieben, fertig angezogen. Naja, die Jacke ziehe ich dann nachher nicht mehr an, sondern die habe ich jetzt einfach mal so an, weil ich die nach langer Zeit mal wieder anziehen wollte. Und ja, jetzt geht es dann gleich ab zur Probe. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Und wir sehen uns dann später. Ach, die beiden. Schatz, Ja. machst du dich gerade fertig? Hat Julia eigentlich die Adresse von uns? Ja, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch noch eine andere Jacke an. Das ist nämlich die hier, die ich vorhin anhatte. Ich liebe sie. Sie ist einer meiner Favoriten und ja.
Ich gucke jetzt auf meinem Handy Daily MNT weiter. Und ja, danach gucke ich dann einfach nur noch diese zwei hübschen Kinder. Ich mag die voll. Seitdem ich die einmal live gesehen habe, mag ich die Jungs total. Aber am Anfang, so 2013 oder wann auch immer ich die Jungs dann auch mal im Fernsehen live gesehen, also jetzt nicht live, aber im Fernsehen mal gesehen habe, habe ich dann nur noch gedacht, sag mal, das sind doch echt krasse Kerle, ne? Also die haben es richtig drauf. Also wenn ihr mal eine Show mal von denen sehen wollt, greift zu, ich verlinke euch dann unten in der Infobox einen Link dazu und wir sehen uns dann gleich oder morgen, wie auch immer. Also bis dann. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut und heute beende ich diesen Vlog jetzt und schneidet dann jetzt dann das Video und ladet es dann hoch. Ich hoffe nur, dass es euch bis jetzt gefallen hat, die Laber-Vlogs. Ihr könnt mir aber auch noch... Okay, das war jetzt gerade mein Handy. Ihr könnt mir dann aber auch noch unten in den Kommentaren schreiben, was ihr euch noch ganz gerne von mir wünscht. Ob es eine Challenge sein soll, ob es was anderes sein soll. Sagt es mir einfach und ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.